Liebe Freunde des guten Geschmacks, trotz mehrmaliger Aufforderung weigert sich der Mitteldeutsche Rundfunk MDR noch immer, mich als Entertainer einer regelmäßig wiederholenden Unterhaltungsshow fest einzuplanen. Das können wir so nicht stehen lassen. Dagegen muss schleunigst etwas unternommen werden. Bitte schreibt dem MDR so oft es geht, dass ihr verlangt, mich für eure GEZ-Gebühren auf dem Fernsehbildschirm zu sehen. Meine Formate müssen endlich Bilder bekommen. Vielen Dank. Kurzprojekt 3. The Shit Brexit zur englischen Nationalhymne. The shit, Brexit, the shit, the shit, the shit, Brexit, the shit, the shit, the shit, Brexit, the shit, the shit, the shit, Brexit, the shit, Brexit, the shit, Brexit, the shit, the shit, the shit, Brexit, the shit, the shit, the shit, Brexit, the shit, the shit, the shit, Brexit, the shit, Brexit. The Shit, Brexit, ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk zur Instrumentalisierung von Tequila in der Version von Johnny Ferreira. The Shit, Brexit, The Shit, The Shit, The Shit, Brexit, The Shit, The Shit, The Shit, Brexit, The Shit, The Shit, The Shit, Brexit, The Shit, Brexit. Wir können es kaum noch hören, doch es uns immer wieder stören. Keiner weiß, wie es weitergeht, wie oft man noch um eine Aufschiebung fleht. Keiner weiß mehr, wer wo steht, wie oft man will, dass ihr das seht. Die Welt schaut zu, es ist spektakulär, einzigartig, aber eher schändlich als legendär. The shit, Brexit, the shit, the shit, the shit, Brexit, the shit, the shit. The shit, Brexit, the shit, the shit, the shit, Brexit, the shit, Brexit. Es nervt, dass es immer weitergeht. Es nervt, dass es nie zu Ende geht. Es nervt, oft schon, wenn man viel zu spät. Es nervt, 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 wie ihr seht. Es nervt, die Briten kochen Alkenbrei. Es nervt und die Welt ist live dabei. Es nervt, es nervt, es nervt und es geht scheinbar nie vorbei. The shit, Brexit, the shit, the shit, the shit, Brexit, the shit, the shit, the shit, Brexit, the shit, the shit, the shit, Brexit, the shit, Brexit. Es nervt und langweilt wohl jeden. Halb England begann zu beten, die andere Hälfte will Britannien draußen sehen und viele davon lieber heute als morgen gehen. Diplomatische Hürden erschweren es, doch EU-Mitglieder beschweren es. Der Zirkus soll endlich ein Ende nehmen, wenn ihr raus wollt, solltet ihr auch gehen. The shit, Brexit, the shit, the shit, the shit, Brexit, the shit. The shit, the shit, Brexit, the shit, the shit, the shit, Brexit, the shit, Brexit. Willkommen, willst du kommen? Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk zur Instrumentalisierung von Back to Black von Amy Winehouse. Willkommen.
Willkommen, willst du kommen? Wie gewonnen, so zerronnen. Ich hätte dich so gern bei mir. Ich wünschte mich so sehr zu dir. Und so frage ich dich, bitte verstehe mich. Willst du nicht mal zu mir kommen? Ist schließlich, was ich gerne hätte gewonnen. Willkommen, willst du kommen? Willkommen, 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 willst du kommen? Willkommen, 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 willst du kommen? Ich sah dich flüchtig auf der Straße. Ich dachte, wenn ich's lasse, werde ich mir das nie verzeihen. Hier kann etwas Tolles gedeihen. Und unser erster Blickkontakt war so schön, ich war gepackt. Kennenlernen wollte ich dich unbedingt, auch wenn alles in mir ringt. Und so fragte ich dich, auch wenn's komisch klingt und mich wirklich Überwindung bringt. Doch ich wollte wirklich zu dir kommen. Also sei willkommen und sag mir, willst du kommen? Willkommen, willst du kommen? Wie gewonnen, so zerronnen. Ich hätte dich so gern bei mir. Ich wünschte mich so sehr zu dir. Und so frage ich dich, bitte verstehe mich. Willst du nicht mal zu mir kommen? Ist schließlich, was ich gerne hätte gewonnen. Willkommen, willst du kommen? Willkommen, 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 willst du kommen? Willkommen, 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 willst du kommen? Das Telefon klingelt, das Telefon klingelt. Wie im siebten Liebeshimmel höre ich das Gebimmel. Ich gehe ran und dran bist du. Stundenlang höre ich dir gerne zu. Wir führen die besten Gespräche und ich merke, dass ich gerne mit dir spreche. So kommt eines zum anderen und das soll weitergehen. Ich will dich sehen, doch ich will nicht fliehen. Du bist mir wichtig und das ist dir wichtig. Und so wie wir es weiterführen, ist es doch wichtig. Als versuche ich, in welchen Schritt zu kommen. Die Einladung hast du sicher. Willkommen, wirst du kommen? Willkommen, willst du kommen? Wie gewonnen, so zerronnen. Ich hätte dich so gern bei mir. Ich wünschte mich so sehr zu dir. Und so frage ich dich, bitte verstehe mich. Willst du nicht mal zu mir kommen? Ist schließlich, was ich gerne hätte gewonnen. Willkommen, willst du kommen? Willkommen, 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 willst du kommen? Willkommen. Willkommen, willkommen, willst du kommen? Es fügt sich so und du stehst vor meiner Tür. Natürlich bin ich so gerne bei dir. Du zeigst mir auch, du willst zu mir, sonst stehst du wohl kaum vor meiner Tür. Etwas Schöneres kann mir der Tag nicht schenken. Doch an der Tür sollte es nicht enden. Und so fordere ich das Glück im Denken. Hoffentlich wird es sich nicht wenden. Du kannst doch gerne eintreten, endlich meine Wohnung betreten. Also komm herein und beginne dich zu schonen. Vor der Tür zu stehen, wird sich nicht lohnen. Willkommen, willst du kommen? Willkommen, willst du kommen? Wie gewonnen, so zerronnen. Ich hätte dich so gern bei mir. Ich wünschte mich so sehr zu dir. Und so frage ich dich, bitte verstehe mich. Willst du nicht mal zu mir kommen? Ist schließlich, was ich gerne hätte gewonnen. Willkommen, willst du kommen? Willkommen, 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 willst du kommen? Willkommen, 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 willst du kommen? Wie ich sehe, lebst du schnell ein bei mir. Schon bald stehe ich in meinem Zimmer direkt vor dir. Was geschah, wird wohl ein Geheimnis bleiben. Aber natürlich möchte ich gerne bei dir bleiben. Weitere Anrufe und Gespräche wird es viele geben. Vielleicht muss ich bald nicht mehr alleine leben. Jetzt geht es weiter, ich will nicht mehr zurück. Ich habe das Gefühl, du bleibst mein großes Glück. Dass ich dich gefunden habe, verschlägt mir fast die Sprache. Es gibt so vieles, was ich gerne mit dir mache. Natürlich möchte ich auch mal zu dir kommen. Und alles begann mit einem Willkommen, willst du kommen? Willkommen, willst du kommen? Wie gewonnen, so zerronnen. Ich hätte dich so gern bei mir. Ich wünschte mich so sehr zu dir. Und so frage ich dich, bitte verstehe mich. Willst du nicht mal zu mir kommen? Ist schließlich, was ich gerne hätte gewonnen.
Willkommen, willst du kommen? Wer bei wer ist NDR? Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk mit der Melodie von MFG von Fanta 4. Nun, da sich der Vorhang der Nacht von der Bühne hebt, kann das Spiel beginnen, das uns vom Drama einer Kultur berichtet. Wer bewahrt ist NDR? Wer mein Herr ist NDR? Geh mit Teufel, geh mit Gott, aber sagt mir uns so flott, wer mein Herr ist NDR? Wer bewahrt ist NDR? Wer mir herrscht, kann nicht mehr, denn sehr an NDR sendet mehr ein Blumenmeer, Henne quer an NDR. Wer bewahrt ist NDR? Wer mein Herr ist NDR? Geh mit Teufel, geh mit Gott, aber sagt mir uns so flott, wer mein Herr ist NDR? Wer bewahrt ist NDR? Sendet die Hotline des NDR, endet dann für einen guten Zweck, spendet vielleicht sogar an NDR, denkt an Hilfe an manchen Fleck. Wer bewahrt ist NDR? Wer mein Herr ist NDR? Geh mit Teufel, geh mit Gott, aber sagt mir uns so flott, wer mein Herr ist NDR? Wer bewahrt ist NDR? Drei Buchstaben, nicht unbekannt, drei Buchstaben werden oft genannt, drei Buchstaben besitzt MDR, drei Buchstaben stehen hier für mehr. Wer bewahrt ist NDR? Wer mein Herr ist NDR? Geh mit Teufel, geh mit Gott, aber sagt mir uns so flott, wer mein Herr ist NDR? Wer bewahrt ist MDR? Satellit zum MDR, mach es doch, das ist nicht schwer. Du hast muss ein vernünftiges Programm noch her. Darum bringe die Sendung jetzt sofort zum MDR. Wer bewahrt MDR? Wer mein Herr ist MDR? Geh mit Teufel, geh mit Gott, aber sag mir uns so flott, wer mein Herr ist MDR? Wer bewahrt MDR? Haushaltsführer Sorken. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk zur Instrumentalisierung von Detroit Rock von Kiss. Haushaltsführung Sorken warten ganzes Morgen. Morgen sind sie auch noch da und man sagt sich, mach ich da. Sie können ganz schön nervig sein und man lässt sich auf das Spiel nicht gerne ein. Haushaltsführung Sorken waren immer schon von Sorken umworben. Probleme wegen denen manche gerne hat eine Frau erworben. Doch Unkern blieb dabei nicht verborgen, wenn die Frau besitzt die gleichen Sorgen. Sie schaffen den stärksten Mann und sogar manche Frau. Und so warten Haushaltsführer und Sorgen manchmal noch bis übermorgen. Mischwasch, alles abwasch, auch das muss sein, auch das ist was. Leider macht doch er sich nicht von allein. Nein, der Abwasch muss man selber sein. Schmutzige Töpfe, Tassen und Teller wirken mit ein bisschen Wasser manchmal sehr viel heller. Die Haushaltsführer und Sorgen hören an diesem Punkt nicht auf. Nein, das Unheil nimmt weiterhin seinen Lauf. Haushaltsführer und Sorgen warten gern bis morgen. Morgen sind sie auch noch da und man sagt sich, mach ich da. Sie können ganz schön nervig sein und man lässt sich auf das Spiel nicht gerne ein. Haushaltsführer und Sorgen waren immer schon von Sorgen umworben. Probleme, wegen denen manche gerne hat eine Frau erworben. Doch Unkern blieb dabei nicht verborgen, wenn die Frau besitzt die gleichen Sorgen. Sie schaffen den stärksten Mann und sogar manche Frau. Und so warten Haushaltsführer und Sorgen manchmal noch bis übermorgen. Staubwerke führen schnell zu Atemnot. Staubsaugen tut er manchmal gut. Leider macht auch das sich nicht von allein. Nein, der Staubsaugen muss man selber sein. Ein Besen hilft, doch mit gutem Gerät geht schneller. Und schon wirkt einiges manchmal sehr viel heller. Die Haushaltsführer und Sorgen hören an diesem Punkt nicht auf. Nein, das Unheil nimmt weiterhin seinen Lauf. Haushaltsführer und Sorgen warten gern bis morgen. Morgen sind sie auch noch da und man sagt sich, mach ich da. Sie können ganz schön nervig sein und man lässt sich auf das Spiel nicht gerne ein.
Haushaltsführer und Sorgen waren immer schon von Sorgen umworben. Probleme, wegen denen manchem gerne hat eine Frau erworben. Doch Unkant blieb dabei nicht verborgen, wenn die Frau besitzt die gleichen Sorgen. Sie schaffen den stärksten Mann und sogar manche Frau. Und so warten Haushaltsführer und Sorgen manchmal noch bis übermorgen. Dreckberge führen schnell zu Atemnot. Dreck wischen tut er manchmal gut. Leider macht auch das sich nicht von allein. Nein, der Wischer muss man selber sein. Schmutzige Böden, Schränke und auch Keller wirken mit ein bisschen Wasser manchmal sehr viel heller. Die Haushaltsführer und Sorgen hören an diesem Punkt nicht auf. Nein, das Unheil nimmt weiterhin seinen Lauf. Haushaltsführer und Sorgen warten ganz bis morgen. Morgen sind sie auch noch da und man sagt sich, mach ich's da. Sie können ganz schön nervig sein und man lässt sich auf das Spiel nicht gerne ein. Haushaltsführer und Sorgen waren immer schon von Sorgen umworben. Probleme, wegen denen manchem gerne hat eine Frau erworben. Doch Unkant blieb dabei nicht verborgen, wenn die Frau besitzt die gleichen Sorgen. Sie schaffen den stärksten Mann und sogar manche Frau. Und so warten Haushaltsführer und Sorgen manchmal noch bis übermorgen. Ist die Arbeit dann getan, geht das Unheil wieder von vorne los. Der Haushalt ist vielleicht nie getan, denn schnell ist wieder sehr viel los. Leider macht auch das sich nicht von allein. Nein, der Haushälter muss man selber sein. Die Haushaltsführer und Sorgen hören meist niemals auf. Nein, das Unheil nimmt weiterhin seinen Lauf. Haushaltsführer und Sorgen warten ganz bis morgen. Morgen sind sie auch noch da und man sagt sich, mach ich da. Sie können ganz schön nervig sein und man lässt sich auf das Spiel nicht gerne ein. Haushaltsführer und Sorgen waren immer schon von Sorgen umworben. Probleme, wegen denen manchem gerne hat eine Frau erworben. Doch Unkant blieb dabei nicht verborgen, wenn die Frau besitzt die gleichen Sorgen. Sie schaffen den stärksten Mann und sogar manche Frau. Und so warten Haushaltsführer und Sorgen manchmal noch bis übermorgen. Klimanotstand. Ein Werk mit den Zitaten aus einem FAZ-Bericht zum EU-Parlament und im Hintergrund eine Piano-Version von Nothing Else Matters von Metallica. Das EU-Parlament hat den Klimanotstand ausgerufen. Mit großer Mehrheit haben die Abgeordneten in Straßburg am Donnerstag für eine entsprechende Resolution gestimmt. Das Geld soll aus dem EU-Haushalt, den Mitgliedstaaten und dem Privatsektor kommen. Vor rund einem Jahr protestierte die damals 16-jährige Greta Thunberg erstmals vor dem schwedischen Parlament und hatte eine weltweite Schulstreikbewegung losgetreten. Umweltgruppen wie Extinction Rebellion solidarisierten sich mit der Bewegung. Am Freitag sind in Berlin und an mehreren Orten der Welt Großdemos und Aktionen geplant. Klimanotstand. Das Klima scheint in Not. Klimanotstand. Unser Klima scheint sehr stark bedroht. Klimanotstand. Die Politik log, das Klima ist in Not. Klimanotstand. Nachdem uns die Politik so lang betrog. Jetzt hat es auch die Politik erkannt. Allein im Wirtschaftsziel hat man sich zu lang verrannt. Die Politik muss endlich über das Klima handeln und aufhören, die Umwelt permanent zu verschandeln. Klimaschutz. Und... Klimanotstand brauchen EU-Haushalt und das EU-Parlament. Greta Thunberg hat es allen gezeigt, wie man bisher verfuhr, hat es nicht gereicht. Klimanotstand. Das Klima scheint in Not. Klimanotstand. Unser Klima scheint sehr stark bedroht. Klimanotstand. Die Politik log, das Klima ist in Not. Klimanotstand. Nachdem uns die Politik so lang betrog. Die Luft ist verunreinigt. Die Politik hat zu lange bescheinigt, dass uns die Umwelt trotzdem nichts kann. Zu lange ist man gegen eine Wand gerannt. Bäume und auch Tiere leiden. So wie es ist,
kann es nicht bleiben. Für die Umwelt müsste längst mehr getan werden. Ansonsten könnten wir bald alle sterben. Klimanotstand, Klimanotstand. Das Klima scheint in Not. Klimanotstand, Klimanotstand. Unser Klima scheint sehr stark bedroht. Klimanotstand, Klimanotstand. Die Politik log, das Klima ist in Not. Klimanotstand, Klimanotstand. Nachdem uns die Politik so lang betrog. Entsorg uns Probleme und verpack uns Müll, soweit man sieht, in Hüll und Füll. Dazu Luftverschmutzung und Atemnot, verweisen auf Umweltbeschmutzung und Klimanot. Lange schon müsste etwas geschehen, lange kann das so nicht mehr gut gehen. Der Kampf für die Umwelt hat längst begonnen, der Krieg muss vorbei sein, hoffentlich wird es jetzt so kommen. Klimanotstand, Klimanotstand. Das Klima scheint in Not. Klimanotstand, Klimanotstand. Unser Klima scheint sehr stark bedroht. Klimanotstand, Klimanotstand. Die Politik log, das Klima ist in Not. Klimanotstand, Klimanotstand. Nachdem uns die Politik so lang betrog. Hast du nicht ein Steg für mich, ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk zur Instrumentalisierung von Johnny B. Goode in der Version von Johnny Ferreira? Brokkoli-Schnitzel ist der neue Hit. Das mag sein, doch ich mach nicht mit. Ich hätte auf dem Teller gerne Fleisch, saftig gebraten und noch heiß. Alles andere gefällt mir nicht. Alles andere ist nicht für mich. Und so frage ich, und wo dann? Dann mag ich dich. Hast du nicht ein Steak für mich? Hast du nicht ein Steak für mich? Ein Steak für mich wäre fantastisch. Hast du nicht ein Steak für mich? Ein Steak zum Essen klingt immer richtig. Ein Steak, das wäre wundervoll. Damit wird jedes Essen toll. Hast du nicht ein Steak für mich? Du weißt genau, dann mag ich dich. Ein Steak, schön saftig, das wünsche ich mir. Ein Tabu, doch ich hoffe, auch damit gefalle ich dir. Einmal die Woche kann es doch mindestens sein. Das gehört dazu, da verstehe ich gerne ein. Ein Steak, schön saftig, das wünsche ich mir. Erfülle mir den Wunsch, das gehöre dir. Ein Steak die Woche, da verstehe ich ein. Ein Steak die Woche darf gerne sein. Hast du nicht ein Steak für mich? Ein Steak für mich wäre fantastisch. Hast du nicht ein Steak für mich? Ein Steak zum Essen klingt immer richtig. Ein Steak, das wäre wundervoll. Damit wird jedes Essen toll. Hast du nicht ein Steak für mich? Du weißt genau, dann mag ich dich. Naturschützer haben sicherlich Bedenken. Schließlich müssen Tiere dafür ihr Leben schenken. Doch weniger sind dem Ganzen entgegen, wenn die Tiere vorher sehr gut lebten. Lass sie wie die Könige leben und danach in Würde gehen. Für das Schenken eines so guten Lebens darf man eher einen solchen Hochgenuss geben. Hast du nicht ein Steak für mich? Ein Steak für mich wäre fantastisch. Hast du nicht ein Steak für mich? Ein Steak zum Essen klingt immer richtig. Ein Steak, das wäre wundervoll. Damit wird jedes Essen toll. Hast du nicht ein Steak für mich? Du weißt genau, dann mag ich dich. Das ist alles, was ich schaue. Eine eigene Produktion zur Instrumentalisierung von Redneck Woman von Gretchen Wilson. Smartphone, Computer, Radio und TV. Das ist alles, was ich höre und schaue. Den ganzen Tag beschäftige ich mich damit und denke selbst, das ist es nicht. Wie kann man so den Tag verschwenden? So viel Zeit für sowas verschenken? Und doch tue ich es immer wieder. Es ist fast wie ein böses Fieber.
Zu Hause auf dem Sofa ist bald sehr viel los da. Langeweile kommt es selten auf. Ihr wartet viel, es gibt keinen Verschnauf. Geräte lassen sich überall bedienen und jedes davon auch gerne im Liegen. So wird daheim zum Technikburggraben und man erfreut sich stets an all den tollen Gaben. Smartphone, Computer, Radio und TV. Das ist alles, was ich höre und schau. Den ganzen Tag beschäftige ich mich damit und denke selbst, das ist es nicht. Wie kann man so den Tag verschwenden? So viel Zeit für sowas verschenken. Und doch tue ich es immer wieder. Es ist fast wie ein böses Fieber. Unterwegs Musik auf die Ohren, das muss sein und wird mich stören. So schreitet man beschwingt voran und gibt so viel man kann. Mit Lieblingslied in Dauerschleife gibt es niemals Langeweile. Notfalls kann die Bahn 3 Minuten später kommen. Man kommt schon an, es geht voran. Smartphone, Computer, Radio und TV. Das ist alles, was ich höre und schau. Den ganzen Tag beschäftige ich mich damit und denke selbst, das ist es nicht. Wie kann man so den Tag verschwenden, so viel Zeit für sowas verschenken? Und doch tue ich es immer wieder. Es ist fast wie ein böses Fieber. Bei der Arbeit am Computer sind Geräte sogar hier da. Andere bedienen Maschinen, um ihr Brot zu verdienen. So zog die Technik auch hier ein. Arbeit ohne Technik kann kaum noch sein. Überall um uns herum sind stets Technikwerke. Glücklich, wer sich nicht überfordert fühlt, die Zwerge. Smartphone, Computer, Radio und TV. Das ist alles, was ich höre und schau. Den ganzen Tag beschäftige ich mich damit und denke selbst, das ist es nicht. Wie kann man so den Tag verschwenden? So viel Zeit für sowas verschenken. Und doch tue ich es immer wieder. Es ist fast wie ein böses Fieber. Smartphone, Computer, Radio und TV. Das ist alles, was ich höre und schau. Den ganzen Tag beschäftige ich mich damit und denke selbst, das ist es nicht. Wie kann man so den Tag verschwenden? So viel Zeit für sowas verschenken. Und doch tue ich es immer wieder. Es ist fast wie ein böses Fieber. Liebe Freunde des guten Geschmacks, trotz mehrmaliger Aufforderung weigert sich der Mitteldeutsche Rundfunk MDR noch immer, mich als Entertainer einer regelmäßig wiederholenden Unterhaltungsshow fest einzuplanen. Das können wir so nicht stehen lassen. Dagegen muss schleunigst etwas unternommen werden. Bitte schreibt dem MDR so oft es geht, dass ihr verlangt, mich für eure GZ-Gebühren auf dem Fernsehbildschirm zu sehen. Meine Formate müssen endlich Bilder bekommen. Vielen Dank. Dann hören alle mal den Chat.